Ja, hallöchen, mein Lieben, und willkommen zurück zu einem neuen Part bzw. einer neuen Aufnahme von Super Mario 64 Last Impact. Ja, so eine kleine ja, was heißt Ankündigung, ihr kriegt es eh nur so halb mit. Und zwar, ich bin ja jetzt die erste Woche tatsächlicherweise in Arbeit gewesen und habe jetzt beschlossen, ich kann ja so noch das Wochenende aufnehmen. Und wenn ich es zeitlich schaffe, jetzt kriege ich es hoffentlich zeitlich nochmal hin. Und werde jetzt so 1 bis 2 Stunden am Stück die Parts aufnehmen. Also nicht mehr halt zwischendurch mal drin schneiden, sondern die Stoppuhr halt bis ja 1, 2 Stunden laufen lassen und das dann in Sony Vegas schneiden, weil ich damit nämlich im Endeffekt ja, mehr Videos rausbekomme für die Woche, als wenn ich da jetzt irgendwie mal schneide, weil da gehen mir ein paar Sekunden verloren. Und ja, ich würde mal sagen, das wäre dieses Drecksvieh, was mir auf den Senkel gehen möchte, dieser Schatten Mario. Und wir gucken mal jetzt, dass wir den jetzt hoffentlich. Aua, das lief jetzt schon mal nicht gut. Okay, anscheinend muss ich den Schaden hier kassieren, dass ich da irgendwie ich hasse ihn wie die Pest, ne? Ich hasse ihn wie die Pest. Ich springe auch so hoch für den Dingensprung, das ist halt echt blöd. Haben erwischt, dass er sicherweise mal speichern. Ja, gut. Sieht zwar bescheiden aus, wie ich es gerade mache, aber ich probiere es mal. Also, ich glaube, ich muss es so machen. Ich habe nur 3 HP, das ist echt geil. Oh, jetzt fängt er mit der Kacke an. Das habe ich auch schon im Video gesehen, dass er die Kacke macht. Papa. Boah. Nein, ich sterbe. Gott, wenn ich ja auch mehr sehen würde, wenn ich mal sehen würde, wo der Kelt ist. Das ist echt. Was für ein Fick bist du, du Arsch? Alter, der gibt mir auf den Senkel. Da ist er. Ist der fucking nervig. Kann ich mal bitte Münzen bekommen, dass sie mich heilen kann? Wie kommt man auf die Idee, in einem Bosskampf keine Münzen droppen zu lassen? Kase. Ja toll, ich habe mich erwischt und bin dabei gestorben. Das ist natürlich super. Das geht mir jetzt schon, das geht mir jetzt schon auf den Senkel. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Glitscht er sich da mal hinter die Wand oder was? Muss er denn jetzt hin? Hallo? Oh. Nice! Neu laden.
Ich darf also nicht so weit am Rand stehen, weil er mich immer targetet. Wenn er mich immer anvisiert und dann sich irgendwo festglitschen kann, wenn er in den Schattenmodus geht, weil er einfach da komplett die Physik bricht. Oh. Echt, das ist echt nervig, ne? Und tot. Also mal von vorne. Nochmal von vorne. Jetzt komme ich da bestimmt wieder nicht hoch, genau. War ja klar. Jetzt aber. Gott, Alter, das ist ja echt. Das ist ja echt so ein nerviger Dreckskampf. Der ist ja echt für mich fast unschaffbar. So, mindestens spawn ich jetzt da, danke. Da machen wir das Ganze mal so. Der sich ja noch da festglitschen kann, das ist ja echt richtiger Mistdreck. Hoppa! Nein. Ich habe schon mal mehr HP und habe ihn öfter getroffen als vorher. Das macht bestimmt wieder diese Schattenscheiße, oder? Ja. Das Glitch ist wieder irgendwo fest. Würde ich mit euch wetten. Oh, ich habe mir mal erwischt. 3 HP noch. Okay. Also das kriegt man doch jetzt irgendwie hin, oder? Irgendwie ist das doch bestimmt machbar. Also der hat schon eine gewisse, ein gewisses Muster, allerdings bin ich zu blöd darauf zu reagieren. Ach, Mario, da... Nein, das ist mir zu blöd. hallo? Wo? Ach, da ist er. Gott, ist das krass, der Kampf. Ich wollte eigentlich, aber egal. Spannend, wenn ich irgendwann den Part eventuell angucke, wie sie sich wie Hawkeye geschlagen hat. Nein, nicht da schon wieder einglitschen. Ich hab ihn. Oh. Endlich, Alter. Heilige Scheiße. Gott, war der nervig. Scheiße, war der nervig. Heilige Kacke. Danke. Endlich. So, was hat sich jetzt hier verändert? Gut zu wissen, wenn ich jetzt wüsste, wo ich muss ich jetzt irgendwie. Ich bin, glaube ich, nie hier hoch, oder? Nein. Bin ich auf das auch schon mal drauf? Nee. Nee. Nee, das bringt auch nichts. Nee. Der Versprung. Ist da überhaupt irgendwas groß jetzt oder? Nee, sieht nicht so aus.
Jo. Wie kommt ich jetzt in die dritte Overworld? Ich weiß, es gibt eine. Ernsthaft. Schwede die Kanone reingeballert. Nice. So. Ich red mal kurz mit ihm hier. Irgendwie muss man doch jetzt bestimmt sagen können. Weil wir nee. Wo zum Fick geht's jetzt lang? Jetzt habe ich einen Schlüssel, aber was stelle ich mit dem Schlüssel an? Wo benutze ich den? Das ist ja nur die. Ja, die Dry Bones Dingens. Das auch keine Tür aufgeht. Gut, naja, also ich glaube, ich bin befragt. Das ist die Gloomy Ambience, die erste. Das ist das Level. Was zum Fick geht's jetzt lang? Also, warte mal. Aufnahme, Kurzpause. So, jetzt, ich gucke jetzt nach. Bis gleich. Ah, ich bin doch natürlich komplett blöd. Wofür haben wir denn den scheiß Schlüssel eingesammelt, ne? Dass wir diese scheiß Tür da für die Rakete öffnen konnten. Oh Gott. Sorry, aber ich glaube, die ganze Woche Arbeit tut mir nicht gut, am Wochenende dann auch irgendwie aufzunehmen, gefühlt. Ja, also die erste Arbeitswoche war auch relativ, es ging tatsächlich. Hatte noch relativ viel Leerlauf, weil ich gerade noch eingearbeitet werde. Dementsprechend hatte ich teilweise mal ein paar Stunden nichts zu tun, weil einfach nichts zu tun gab. Und für die Sachen, die ich hatte zu tun geben müssen, hätte ich eingearbeitet werden müssen. Und da hatte die Abteilungsleiterin keine Zeit. So, genau, wir müssen da hier hin, aber nicht wieder sterben, bitte. So, jetzt können wir den Schlüssel benutzen oder nicht? Achso. Oh. Muss ich mir das jetzt jedes Mal angucken, wenn ich Dinge tun will. Wenn ich irgendwie. Bin ich jetzt erst auf dem Mondbaum, kann man hier atmen? Frage. Was ist das? Warum sieht das aus wie der feuchte Traum eines schwulen Typen? Ne. Sorry. So. Was bist du? Ich will mit dir reden. Hallo. Also du bist ein Bomb-Bomb-Buddy, aber ich danke. We need at least 70 stars to power this teleporter to Rainbow Road. Ja, hab ich. Aber will ich nicht machen. Gott, was ist das hier alles? Was ist denn das? Was zum Fick ist das? Warum ist hier ein schwarzer Obsidian? Schwarzer. Warum ist ein Obsidian-Block? Geht's hier rein irgendwie? Tatsache. Oh. Cross Elf, Big Beast's Belly, Bunny in a Belly. Ich höre so begrüßt mich auch seine Leute. Oh, er ist gestorben. Sind jetzt gar nicht mit Zäpfchen irgendwas anstehen? Oh. Tatsache. Es bewegt sich. Oh. Da ist ein Schlüssel. Ein Stern, nicht ein Schlüssel. Ich glaube, das muss ich noch nicht machen.
glaube, das ist quasi, wenn man dagegen tritt, dann wird der irgendwie sauer. Bin ich hier? Also ich bin, ja, ich bin so ein typischen Dingens-Level. So einen typischen JRPG. Ich bin in einem Monster-Level. Das ist eben so ein... Was ist denn der Hai von eben, der da irgendwie hoch ist? So. Der hat mich irgendwie ein bisschen an den Hai aus Banjo-Kazooie erinnert. So nebenbei. So, also warte mal. Gott. Schon wieder 50 Millionen Sachen hier drin. Und ich weiß nicht, wo ich die als erstes hin soll. Keine Ahnung, ist das irgendwie der Darm oder so? Kommt wieder zum Aufschluss. Hier ist, glaube ich, der... Genau, hier ist, glaube ich, der Hase. Wie kriege ich den raus? Kann ich mit dem reden? Oder sowas. Ich kann hier gar nichts machen, weil Mario hier nicht stehen kann. Ich sollte ich in die... nicht in die Magensäure. Glaube ich. Geht das irgendwie auf? Ja. Kann ich kaputt hauen? Was bringt mir das? Ich hätte gedacht, dass ich das irgendwie nehmen kann oder so. Schon wieder ein Blooper. Geh weg. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, wie viel Zeug es hier gibt in diesem Level. Ehrlich gesagt. Bevor ich jetzt weiter dumm rumirre. Big Beast's Belly. Big Beast's Belly. Und dann muss man eine Tür aufpassen. Ich glaube, warum so ein kleiner Zug rauskommt. Bunny in the Belly. One of the easiest tasks Mario can get after you finally figure out how this weird place works. By exploring, you may have figured out that the shells serve a double purpose. While the pearls they hold turn into beautiful blue coins, but standing on them while they're opening up turns them into a catapult, great for reaching high places. This new engine mind of the climbing down in the stomach, at right and stand on the first shell in the path to reach a tall. Also, ich glaube, ich weiß, worauf sie hinaus wollen. So ein wenig. Und zwar haben wir ja Dinge. Wir haben Dinge. Ich weiß, es ist sehr, sehr genaue Dinge, dass wir Dinge haben. Hier. Das Ding da. So. Jetzt haben wir hier. Nee, das ist die falsche Richtung, oder? Da kann ich auch irgendwie, nee, wenn ich jetzt, okay, das war Zufall. Okay, ich bin so auch so gestorben ist. Okay, gut. Gut zu wissen, dass ich da, klar, sterbe ich, aber ich dachte, ich bin gerade irgendwie festgeglitscht. Oder sowas. Also. Geh mir aus dem Weg. Miau. Miau. So. Irgendwo. Erste Shell auf der rechten Seite. Da. Gucken wir mal. Upsala. Ah.